Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Zoo 2 Animal Park. So, ihr Schnuffis, wie sieht's aus bei mir im Zoo? Ja, eigentlich mal relativ gut, möchte ich behaupten. Ja, wir züchten ja, glaube ich, alle so ganz munter, flockig vor uns hin. Und Moment, da lief gerade ein Stern. Danke, danke. Oh, 67.000. Alter Schwede, war sie sehr fleißig, war sie sehr fleißig. Gab es ja jetzt vor ein paar Tagen im Belohnungskalender, ne? Da konnten wir uns ja dann wieder, unsere Tierpflegerin, also ich habe sie bekommen, ich denke mal ihr auch. Und ich habe sie natürlich auch gleich ins Rennen geschickt, ne? Dass sie hier fleißig die Gehege repariert vor allem. Ja, das ist ja mal so der Hauptgrund für mich. Ja, natürlich geht das Ganze dann auch für mich ein bisschen schneller, muss ich ehrlich gestehen. Aber das stört mich jetzt auch nicht so wirklich, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ist schon ganz nett, ne? Wenn man sie hat, dann sollte man sie auch nutzen. So, ein Pinguin. Hier ist gar kein Tier drin. Na, schon schlecht, oder? Oh je, Typ Gehege. Gut, was haben wir hier? Sehr schön, ein Bäumchen-Puzzleteil. Nehmen wir auch. So, Kinders. Wir haben ja heute zum Samstag unser letztes Quokka, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Puzzleteil bekommen. Und ich habe auch schon ein bisschen fleißig umgetauscht, sodass wir den dann gleich platzieren können, sodass wir dann zwei oder ich zumindest zwei davon habe. Ja, ist ja immer so mein ganz großes Ziel. Ja, so langsam aber sicher gehen mir auch die Sachen zum Umtauschen aus. Also es wird dann Zeit, dass ich meine anderen Tierchen auch platzieren kann, dass ich dann auch mal anfangen könnte, sag ich mal, die höherleveligen Tiere umzutauschen. Yay! Das zweite Level 11 Schaf! Yay! Wie schön. Jetzt ist die Frage, warte mal. Ihr seid alle... Level 10. Okay, pass auf. Dann machen wir mal, dass wir die beiden hier reinsetzen. Dann kann ich die nämlich nicht aus dem Gehege entfernen, ne? Weil ich das richtig im Kopf habe. Ja, guck, geht nicht. Warst du das oder warst du das? Ja, du warst das. Jetzt pass auf. Level 11. Ja! Yay! Sehr gut. Sehr gut. Ja, bei den Pandas geht es ja auch so ein bisschen vorwärts, ne? Also so langsam, aber sicher bin ich da auch ganz gut unterwegs. Da haben wir ja hier Level 7 und ich glaube, die Kleinen waren Level 8, ne? Genau. Die müssen jetzt natürlich noch ein bisschen wachsen. Passt ganz gut mit den Pandas in dieser Woche. Na, da kann man denn schön züchten und natürlich für meine schöne Zoo-Quest ein paar Pünktchen mit einsammeln oder für unsere. Wettbewerbsquest. Ja, sehr gut. Sehr gut. Freue mich auch gleich den zweiten Quokka setzen zu können. Ja, und dann ging es ja darum, dass ich in der letzten Folge überlegt habe, was mache ich jetzt mit meinen Sonnen? Zeige ich euch in der nächsten Folge. Da muss ich nämlich noch ein bisschen was machen und so weiter und so fort. Und da fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit. Das heißt, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was ich mit meinen Sonnen machen werde. Ja, gab es ja die unterschiedlichsten Kommentare, fand ich ganz interessant, was ihr so gemacht habt. Ja, also, ja, gucken wir mal. Ist ja manchmal nicht so einfach, ne? Sehr gut. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie das bei mir hier mit dem Level abläuft. Hallo? Wo ist hier der Dreck? Da ist der Dreck. Wunderbar. Gut. So, da habe ich nämlich auch nicht mehr allzu viel. Wie viel haben wir noch? Oh, 57.000. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr in dieser Folge. Ich habe auch schon meine Nachbarn besucht, sodass ich da jetzt nicht noch großartig an EP dazu bekommen kann. Ne? So, oh, die Ute möchte gerne etwas zu trinken haben. Ja, da vorne ist ein Stand. Gehen Sie dort bitte hin und erwerben Sie käuflich für viel Umsatz meine Getränke. Oh, wei. Ja, so, da muss ich ja nochmal ordentlich Kohle sammeln. Mensch, da ist auch die Woche ganz schön was zusammengekommen.
geht denn doch besser als gedacht, wenn man nicht komplett, sag ich mal, hardcore züchtet, ne? Dann kann man sich das ein oder andere sparen. So, jetzt hier. Mann, schade. Das sind die einzigen, die ich halt immer durch, so richtig durchzüchte, genau wie unsere Schäfchen und die Hasen. Ja, da möchte ich ja ganz gerne die mal aufs Maximallevel kriegen. Wir haben ja da irgendwie gelesen in den Kommentaren, dass das Level 20 wohl so das Maximallevel sein soll. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber wir werden es ja sehen. Na, wir probieren uns da so langsam aber sicher durch und dann schauen wir mal, was war da zusammengezüchtet kriegen. Und dann geht es im Endeffekt ja auch los, dass wir alle anderen Tiere dann auch nachziehen. Ja, ich glaube, das wird noch eine richtig derbe Aufgabe werden, hier alle Tierchen zu holen, also ins passende Level zu holen. Uiuiui. Ui, ui. Aber gut, was soll's, kriegen wir hin. Nach und nach kriegen wir das, glaube ich, alles hin. Muss ja auch nicht schnell gehen, ne? So. Ist im Endeffekt ein Vorteil von dem Spiel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Denn wenn du im Endeffekt den Zoo voll hast mit Tieren, ja, dann hast du ja nicht mehr so die Motivation. Hat man ja auch schon manchmal in den Kommentaren gelesen, ja, ich habe aufgehört, weil ich alle Tiere hatte und das Level hatte und so. Da habe ich mir dann überlegt, ja, und das mit den Züchten, also höherlevelige Tierchen haben und so, ist denn nicht oder wie? Sehr gut. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade, ne, dass denn da gar nicht drüber nachgedacht wird weiter. Ne? So, haben wir natürlich unser Level-Up nicht geschafft. Na, ganz tolles Ei. Naja, gut. Was fehlt mir noch? Schaffe ich denn heute wieder, heute Abend irgendwann im Laufe des Tages wahrscheinlich. Ganz toll. So, dann gehen wir mal hier runter. Und dann möchte ich gerne mein zweites Quokka hier reinsetzen. Muss ich, glaube ich, noch umtauschen? Muss ich noch? Muss ich noch. Ja, ich brauche 6000 Pünktchen dafür, habe schon geguckt. Machen wir. Setzen wir auch gleich hier rein und schon bist du nicht mehr alleine, Kleines. Yay! Sehr, sehr schön. Ach, also niedlich sind die beiden ja wirklich, ja, muss man ja sagen. Voll knuffig. Hallo, ja? Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, machen wir ein bisschen Spieli-Spieli. Guck mal, können wir doch gleich mal hier mal ein bisschen zugucken. Ne? Komm, mach du auch mal Spieli-Spieli. Nee, jetzt gucken alle zu. Jetzt mag ich denn doch nicht mehr so ganz dolle und so. Ja, Voll niedlich. Ja, die sind schon knuffig, die zwei. Ja, bin ich gespannt, was wir im nächsten Monat so an Tierchen dazu kriegen, ne? Na, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Welcher sind wir ja heute super schnell durch hier durch den Zoo, ne? Ja, jetzt überlege ich, habe ja hier so ein bisschen meine Gehege ausgebaut. Die sind jetzt so, dass sie Viere werden können, ne? Und ja, hier ist überall noch so ein bisschen Platz. Und das mache ich ja immer ganz gern mit Absicht, damit wir hier fleißig auch dekorieren können. Ich würde sagen, das machen wir auch mal, wa? Gucken wir mal, was wir setzen können. Du bist, glaube ich, oh nee, du bist nicht zu groß. Ja, guck mal, können wir doch hier mal was dazwischen setzen? Ja. Was können wir noch machen? Oh, guck mal, das Ganze in Lila nochmal. Und vielleicht hier hin nochmal. Auch nicht schlecht. Und dann können wir doch nochmal gucken, was wir an unseren Puzzleteilen so Schönes haben. Denn, oh, das können wir umtauschen. Das habe ich heute Morgen gekriegt. Thank you.
passen hier diese dunklen Farben ganz gut hin, ne? So, aber davor möchte ich eigentlich gar nichts weiter mehr setzen. Nee, das reicht, glaube ich, ja? Ich glaube, das reicht, das ist okay. Die Pilze sind toll. Wieso sind mir die nicht aufgefallen? Naja, gut, macht nichts. So, da bin ich schon wieder deutlich länger geworden heute, als ich eigentlich wollte. Aber gut, Dekoration, Dekoration. Ja, bei den beiden Schnuffis werden wir auch noch ein bisschen Deko dazustellen. Aber das können wir ja dann vielleicht mal in der nächsten Folge machen, ne? Jo, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ein bisschen durcheinander heute, aber gut, macht mal gar nichts. Manchmal ist das eben so. Ja, da wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch, ruht euch aus. Und für die, wo es schon angefangen hat, natürlich schöne Ferienwoche. Ja, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.